Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute wieder mit dabei der Wolle Elf. Hallo. Hallo, Blacksat. Sei mal willkommen. Ja, und wir wünschen euch heute viel Spaß mit diesem Video. Was ich dir heute zeigen will, sind unter anderem das Questbuch. Also, wie man die Aufgaben löst. Wenn du in der Inventar schaust, siehst du ein Questbuch. Das ist der kleine Gameboy. Ja. Finde ich sehr süß gemacht. Und im Reiter Quests kann doch sein, dass es bei dir Aufgaben heißt. Auf alle Fälle Quest gehst du mal rein, da steht der Beginn. Ja. Bei der Beginn hast du ja einmal den Furnus. Steht bei dir Furnus? Furnus. Genau, Furnus, das ist quasi ein spezieller Ofen. Daneben gibt es noch mehr Furnusse. Nusse. Ja, das sind dann also spezielle Öfen. Und unten drunter hast du, es werde Licht hier, Kohle, Holzkohle, wie man Holzkohle macht. Ja? Ja. Holzkohle natürlich auf die herkömmliche Art im Ofen, ja, Holzkuchen. Oder aber, wenn du da draufklickst, siehst du, es werde Licht, es ist dunkel und kalt, du brauchst also Kohle. Ne? Links steht das. Mhm. Dafür brauchen wir ein paar Bäume. Die müsstest du schon in der Hand haben. Ein Feuerzeug und eine Grube. Machen wir uns ans Werk. Ich würde sagen, das können wir eigentlich hier oben machen. Wir haben schön Platz. Und zwar mache ich die Grube mal zwei tief und für dich auch noch eine, ne? Ja, kann ich ja. So. Ja. Ach so, was wir noch brauchen. Habe ich jetzt vergessen. Baue eine Grube und leg die Logpiles hinein. Nee, genau, die Logpiles, die müssen wir erstmal machen. Das heißt, wir müssen mal jetzt ganz schnell runtergehen. Logpiles machst du in, das, ich weiß nicht, wie es bei dir heißt, aber das sind einfach 9 Stämme nebeneinander, also das Inventarfeld, das Craftingfeld voll machen. Bei mir heißt das Logpile. Ich weiß nicht, wie es bei dir dann heißt. Logpile. Logpile, okay, das nimmst du raus. Das ist quasi jetzt ein Haufen an. Ja, an gepressten Holz oder so. Jetzt gehen wir wieder hoch zu unserer Grube. Und dann legen wir das jetzt hier unten rein. Ne? So, jetzt müssen wir das Ganze noch anzünden. Da du ja kein Feuerzeug hast, nehme ich an, mache ich es für dich mit an. Ne? Danke. So, und dann einen Steine drüber. Oh, das leckt. Ja, baue eine Grube, leg die Logpiles hinein, decke alles mit Erde oder Stein zu, zünde natürlich vor dem letzten Block das, die Loks mit dem Feuerzeug an. Nun musst du warten, am nächsten Tag kannst du die Holzkohle abbauen. Das ist jetzt bei mir schon grün, weil ich das gestern mal probiert habe. Aber wie du siehst, steht da auch oben 1 von 3. Richtig? Es wird Licht. Ja. Und wenn du dann unten bei Detect Submit weiterklickst, kommt dann die nächste Aufgabe. Logpile komplett. Also die erste ist, 9 Holzblöcke, Stämme abzubauen. Die zweite ist dann Logpiles zu machen. Und die dritte ist Holzkohle und Asche zu machen. Ja, und das kriegt man dann morgen. Du siehst jetzt hier stehen, also morgen kriegt man das. Du siehst jetzt diese diesen Dampf aufsteigen von der Holzkohle, was da unten gerade zusammenbrät. Ja. Gut. Am nächsten Tag heißt auch am nächsten Tag. Jetzt können wir wieder runtergehen und können uns mal um den Furnus kümmern, weil du hast ja dann noch im Questbuch, wenn du zurückgehst, der Beginn oben drüber, der Furnus. Der Furnus, eine Erweiterung des Ofens, ist der Furnus. Finde heraus, wozu die Mod gut ist. Wenn ich jetzt mal eingebe, wie man den Furnus baut, braucht man einen Ofen. Den könntest du mal craften. 2 Sand, 2 Eisen und Bricks. So. Hast du ihn bei dir reingelegt? Genau, leg ihn mal bei dir in die Mitte, den Ofen. Ja. Okay, danke.
Jetzt lege ich unten noch zwei Sand dazu, oben zwei Eisen. Und was ich noch machen müsste, wäre jetzt einfach, ja, jetzt fehlt mir noch ein Brick, fehlt mir noch. Jetzt habe ich den noch, okay. Hast du denn? Ja. Sonst hätte ich zwei geholt. Nein, nein, ich lasse schon die ganze Zeit, es brennt hier ein bisschen langsamer. Ich lasse die ganze Zeit schon Ton brennen. Jetzt habe ich die vier Bricks. Das sind quasi Ziegelsteine. Und jetzt kriege ich, also mit den zwei Eisen oben, also das eh gesehen, ne, den Furnace oben. Vorne ist ja, weil. Genau. Jetzt haben wir den komplett. Jetzt gibt es noch einen Pulfus. Einen neuen Ofen haben wir schon, aber die Mod kann noch mehr. Sehen wir weiter. Jetzt brauchen wir einen Pulfus. Muss zugeben, ich habe das noch nie gebaut. Pulvus, was ist das? Brauchen wir vier Sandsteine, nochmal einen Ofen, zwei Flint und zwei Eisen. Ja. Einen Ofen habe ich noch. Sand brauchen wir dazu. Ah, ich habe Sandstein. Wie viel hast du? Sandstein 2. Okay, wir brauchen vier Sandsteine. Das heißt, ich mache noch ein bisschen Sand mit der guten alten Holzhammer-Methode. Wobei, stimmt nicht ganz. Ich habe einen Steinhammer. So, einer fehlt mir noch. So. Die 8 Sand mache ich jetzt zu Sandstein. Jetzt brauchen wir noch mal zwei Eisen. Zum Glück habe ich schon welches geschmolzen. Den Sandstein hast du da reingelegt, okay. Okay, dann machen wir das gleiche Spiel schon noch mal. Oben zwei Eisen, diesmal jetzt unten zwei. Hast du geschaut, wie das geht? Nein. Dann nicht einfach reinlegen. So. Jetzt kriegt man einen Pulvus. So, ich habe ja einen. Ah, hat halt ein bisschen gedauert. Okay, den haben wir auch. Jetzt geht es weiter. Upgrades. Es gibt noch ein paar Erweiterungen für die Furnus. Bau doch mal zwei und probier sie aus. Speed Upgrade und Effizienz Upgrade. Das könntest ja du jetzt mal machen. Da musst du in der Suchleiste im Inventar nur Upgrade eingeben, glaube ich. Und da gibt es die ersten zwei Upgrades, der Pfeil nach oben, der rote und der gelbe. Siehst du die? Brauchst einen Goldklumpen, vier Redstone-Blöcke, drei Redstone-Blöcke und vier Tonklumpen. Okay. Für Effizienz-Upgrade brauche ich zwei Schnee. Schnee, vier Tonklumpen, zwei Goldbarren und eine Eisenbahn. Gut. Ist einiges, was wir da noch brauchen. Dafür brauchen wir ein Sieb, weil die meisten Sachen können wir sieben. Und das Sieb bauen wir jetzt mal. Sieb. Ja, das Sieb zeigt man nichts Sieben an. Rammer und Flint Stift Mesh. Zeigt man nicht an, Sieb. Okay, dann schau mal, ob du irgendwie was findest, was wie ein Siebrahmen ausschaut. Ja. Sechs. So, jetzt, was? Eisen gibt doch vier Eisen. So, auch mal neun Fäden. Oder vier Stecke, ein Faden. Das geht nur um das Siebgestell. Das Sieb selber, das mache ich ja schnell. Ah, ist nicht gestellt. Bei mir heißt das Sieb. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Sieb. Das hat die Nummer hat's keine. Gib mal Ex Nihilo ein. Sieb, ja, habe ich. Ist das auch Gut. alles auf Englisch bei Zwei dir? Stecken und eine Stufe. Also Genau, ein halbes Brett. halbes Brett. Hier haben wir halbes Brett. Stecken machen.
Na, hallo, wo ist denn jetzt mein Dings hin? Ich überlege gerade, wo wir die zwei Öfen am besten hinstellen. Ich würde sagen, die stellen wir mal da rein. Kannst du mal deinen, den du hast, da oben drüber stellen? Kann ich nicht. Wie, du kannst ihn nicht hinstellen? Nein. Dann gib ihn mal mir. Ich stelle in die Kiste rein. Ja, das ist so ein kleiner Bug momentan. Das Wolle hier nichts reinstellen kann in mein Grundstück und auch die wenigsten Berechtigungen ja, nutzen kann. Da kannst du mal in Kisten reinschauen. Da kannst du auch, ich glaube, Felder anbauen und Erde abbauen und so, ne? Ja, normalen Öfen kann ich reinschauen, aber hier in die zwei Öfen kann ich nicht. Gut. Ja. Da kann ich nicht reinschauen. Okay, aber ich würde sagen, wir melden uns wieder, wenn dann die Kohle durchgebraten ist. Und vielleicht haben wir dann schon das ein oder andere. Wir haben ja den nächsten Tag und den hier auf unserem Grundstück. Und wir hatten ja gestern was angefangen. Eine Quest quasi mit der Holzkohle. Kommst du mal hoch? Auf jeden Fall kannst du dich daran noch erinnern. Ja. Hier. Ach, hier hinten. Ja, ja. Leckt das so sehr, dass du erst eine halbe Minute später siehst, wo ich bin. Ja, also jetzt kommst du angelaufen. Und wenn du das jetzt hier aufmachst und die Sachen rausholst. Siehst du, was wir da bekommen haben? Das Tolle ist, ich kann das nicht aufmachen. Du kannst das mit der Schaufel nicht aufmachen? Nein, kann ich nicht. Okay, aber jetzt kannst du es einsammeln, oder? Ja. Okay. Dann einfach mit Erde wieder hochstapfen. Hast du Erde? Ja. Wieder zumachen das Loch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige uns das doch mit einem Däumchen hoch und hinterlass gerne Kommentare. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, kannst du uns hier auf der linken Seite kostenlos abonnieren. Und auf der rechten Seite könnt ihr ein weiteres Video sehen.